Und ein herzliches Willkommen zurück zum letzten Kampf mit Mewtwo. Und zwar bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin von Lülü her, Gameplays als Hobby und ja, heiße euch herzlich willkommen. So, der letzte Kampf mit Mewtwo. Mal gucken, ob wir mit dem noch irgendetwas reisen. Ja, los geht's. Wir suchen mal nach einem Gegner. Vielleicht finden wir mal einen, den wir besiegen können. Katzakatsch, schon wieder. Aus Dänemark. Mit seinem Darkrai. Oh, wenn ich den jetzt nochmal besiege, dann freue ich mich. Er ist sich wahrscheinlich nicht, aber. Ich fände es lustig, wenn ich nochmal gewinnen würde, weil er halt eben schon mehr Siege hat als ich insgesamt. Oh, es gibt. Wieso? Geht doch. Auch mal ein bisschen Schaden machen hier. Immer diese Beamer rein. Geht doch. Da macht er einen auf übervorsichtig, ey, und macht nur noch Fernkampf oder sowas. Dann krieg ich ihn doch. Juhu, 1-0. Komm, wenigstens 2 Siege und 2 Niederlagen insgesamt mit Mewtwo. Weil ich finde, eigentlich so schlecht bin ich mit Mewtwo gar nicht. Der nervt mit seinem Weggelaufen. Okay, vorhin sah es genauso aus und da habe ich doch noch gewonnen. Ah, ich glaube diesmal nicht so. Nee, diesmal nicht. Vielleicht will ich sie auch nur spannend machen. Ich denke ja eigentlich eher nicht, aber... Mal schauen, was jetzt bald rauskommt. Nächster. Mist, ich wollte auch greifen, er war schneller. Scheiße. Nein, nein, bloß nicht. Kann ja nicht wahr sein, dass ich schon wieder so kurz vorher verliere. Ah. Leck mich doch am Arsch. Na, da hat er seine Niederlage ja wieder gut gemacht. Trotzdem Glückwunsch. Ach, wenn es ein bisschen nervig war, dass er ständig weggerannt ist.
In der Hinsicht ein kleiner Feigling. Aber gut, okay. Er hat gewonnen. Und darauf kommt es ja an hier in dem Spiel. Und wir sind immerhin Level 43 geworden. Okay. Das heißt, beim nächsten Kampf haben wir wieder ein anderes Pokémon. Mal gucken, was ich da nehme. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim 113. Kampf. Das war Pokémon Tactics auf der Nintendo Switch mit von Löhr Gameplays als Hobby. Und falls es euch doch trotzdem gefallen hat, auch wenn ich verloren habe, dürft ihr mir gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Oder bei einem anderen Let's Play. Ich habe noch andere gute. Hellblade, das war ein hammergeiles Spiel, sage ich euch nur mal so. Okay. Und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss.